Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge 118 von Avorion. Ja, Thomas Stehler hatte mir geschrieben, dass wir dieses Kontrollsystem für die Jäger nur im Ausrüstungsdock kriegen, was wir hier haben. Da können wir mal gerade reingucken, ob es das da gibt. Und ja, Neutronen, nee, das ist hier falsch. Wir müssen dahin. Generator, Booster, Geschützkontrollsystem, Radar, Geschützkontrollsystem. Ich wüsste jetzt gern, wie es aussieht, das ist die Frage, aber Frachtraum, Geschützturm, Kontrollsystem, Schildverstärker, Handelssystem, Handelssubsystem. Nee, da ist wohl nichts bei. Ich will hoffen, dass es nicht hier drin liegt. Dann würde ich es nämlich schon oft genug übersehen haben, aber hier sieht es auch nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir nach dem Intro in anderen Ausrüstungsdock nach und der Thomas hat ja bestimmt noch mehr geschrieben, wo wir noch drüber reden müssen. Aber das machen wir nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Station schießt automatisch. Das war, glaube ich, noch Thema beim Thomas. Der hatte geschrieben halt, dass ich das dann einstellen kann. Ist klar, hier oben links auf der Karte kann man natürlich nach Dingen suchen. Wie heißt es hier? Nach Ausrüstungsdock. Dann findet man das auch ganz schnell. Da unten die beiden hatten wir letztes Mal. Dann würde ich sagen, springen wir mal zu diesem hin und schauen dann, dass wir dort etwas finden, was wir haben wollen, ne? So, Sprung wird aufgeladen und hops, weg sind wir. Und dann gucken wir mal, dass wir das nächste Ausrüstungsdock abklappern und hoffen, dass da was ist. Ja. Genau. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob der Thomas noch was reingeschrieben hatte. Ich glaube aber, das war es im Großen und Ganzen. Ausrüstungsdock ist ausgewählt, dann gucken wir da schnell rein. Ausrüstung handeln. Ja, nur noch 3 Minuten. Wetten, jetzt gibt es das hier. Handelsgenerator-Subsystem, Hyperraumbooster. Bergbausystem, Beschützer, Beschützer. Verhandelssystem, Geschützkontrollsystem, Traktorstrahl, Upgrade auf Radarverstärker, Scanner, Scanner, Detektor. Nee, ist hier zum Glück nicht drin. Ja, Waffen gibt es hier natürlich auch. Bin ich jetzt aber gerade nicht auf der Suche sozusagen. Und hier ist es nicht dabei. Okay, wir gehen jetzt aber ganz hart, auch wenn wir jetzt, ne, das woanders. Warte mal, hier ist ein Ausrüstungsdock oder nicht? Ja, ist es. Dann gehen wir da mal hin und hoffen, dass wir es da finden. Ja, dann müssen wir nach da fliegen. Oh, der Abkühlmechanismus braucht noch 133 Sekunden, das sind ja 2 Minuten, ey. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann kühlt er aber schneller ab, ne? Kann das sein? Ich will es hoffen, dass das dann immer so ist. Ja, wollen wir hoffen, ne? Der Flugwind im All kühlt das System ab. Es geht auf jeden Fall schneller, wie wenn ich das, ne, oder? Stehend machen würde. So, jetzt lädt er gleich auf. Wunderbar. Und dann springen wir ins andere System. Kam mir vor, als ob das ein Hauptsektor ist von einer Fraktion. Vielleicht haben wir da mehr Glück mit dem Raussuchen. Ist auch gleich schon in der Nähe. Sehr gut. Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem. C19 Detektor. Das sollten wir auf jeden Fall kaufen. Autogeschützkontrollsystem. Generator, Beschleuniger-Antriebsbooster, Hyperraumverstärkersystem, Traktorstrahl, Geschützkontrollsystem, verbessert Handelsgeschützkontrolle, Autogeschützkontrollsystem, ist jetzt leider nichts, aber den hier oben, den glaube ich, holen wir uns mal. C19 Detektor Super Subsysteme. Weil der ist auch in der passenden Farbe schon, ne? Also hin da. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange das noch läuft. Ich will hoffen, lange genug, dass ich den noch kaufen kann. Und wenn nicht, wäre auch nicht schlimm, weil vielleicht kriegen wir dann das Jägerkontrollsystem. So, Zähne und dann drehen wir um. Und Vollschub zurück. Neueste Technik zum Bremsen, ne? Und
sind wir gedockt. Jetzt. So, Ausrüstung handeln. Das kaufen wir. Ist hier unten einer nachgerückt, oder? C86 und wir haben gerade einen C19 gehabt. Gibt es da verschiedene C-Typen? Oder hat das mit der Reichweite zu tun? Könnte sein, ne? 15 Sekunden. Also die warte ich jetzt mal gerade noch. Geh mal raus und hoffe, dass es was Besseres gibt. Jetzt wird der Markt gleich durchgerüttelt. Jetzt sind die 15 Sekunden aber um, oder? Ja. Hyperraumverstärker, Subsynthetech, Frachtraumerweiterung, Radarverstärker, Geschützkontrollsystem, Geschützturmkontrollsystem, Generatorbooster, Beschleunigungsantriebssystem, Aufdeckradarverstärker, Handelssystem, Beschleunigungsantriebssubsystem. Ja, sieht so aus. Detect. Ja, ist leider auch wieder nicht dabei, ne? Das wäre eine lange Suche, die wir hier vor uns haben. Ich glaube, den Sektor haben wir auch noch nicht, ne? Was war sonst noch Schönes hier? Vielleicht gucken wir mal oben in unsere Handelsübersicht. Aber hier gibt es ja keine, ne, hier kann man ja nur die handelbaren Güter sehen. Hier sieht man ja nicht das, was ausgerüstet werden ist. Das wäre es jetzt noch. Das finden wir da leider nicht. Wir müssen nach links drehen, wir müssen nach da und noch 16 Sekunden abkühlen. Aber das geht ja relativ fix. Abgekühlt ist er lädt auf und springt. Sehr schön. Neuer Sektor, neues Glück. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da, direkt hingesprungen sozusagen. Ausrüstung handeln, 18 Minuten, alles gut. C86-Detektor. Ich habe den 19er gekauft, ich weiß gar nicht. Den muss ich mir gleich mal angucken, was das überhaupt ist. Traktorstrahl könnte man natürlich auch mitnehmen und unseren verbessern, ne? Ja, leider nicht das, was wir brauchen. Okay. Nicht das, was wir brauchen. Karte. Kein Ausrüstungsdokument in der Nähe, oder wie sehe ich das? Dann sind da unten welche. Dann müsste ich jetzt hier über den Sprung gehen. Oder sicher, dass hier keine mehr sind, ey? Oh, das ist aber komisch, dass die nur, ja, die haben dann im Zentrum ihres Seins das. Wer ist denn hier eigentlich? Ist das eine andere Fraktion? Warum ist dieses hier so komisch und das da so gut? Weil das hinter dem Riss ist, sieht das schlechter aus? Kann das sein? Okay. Drei Tore. Wäre ja auch interessant mal zu sehen, was hier oben noch ist, ne? Vielleicht geht es da ja noch ein bisschen weiter. Ich springe da mal hoch und gucke mir das da oben an. Wenn wir schon durch die Gegend hüpfen, dann können wir auch mal da oben was hinspringen. Der kühlt noch ab. Ich gucke mal gerade die Karte. Okay, da oben wäre jetzt auch nicht so das Ideale. Wo ist der blaue Pfeil? Da unten. Und dann gucken wir mal zu, dass das fürs Springen abkühlt. Und dann springen wir mal da oben hin, ne? Räche dich an Botan und sammle sein Artefakt ein. Ja, das müssen wir noch machen, ne? Er lädt auf. Und sprengt.
Sehr schön. Neuer Sektor, neues Glück. Nein, da ist kein Glück. Karte aufmachen, reingeguckt, was hier alles gibt. Ich glaube, hier wäre das nächste Tor, wenn wir da durchspringen, ne? Ja, lass uns aber das Tor nehmen, weil der kühlt ja jetzt relativ lange ab, ne? Nordost, Gate Xanion Zoll 6. Das ist das richtige Gate, ne? Gucken, ob wir da schneller sind oder mit dem Abkühlen schneller sind. Ich glaube, wir sind damit schneller. Was liegen hier überall so? Oh, das war direkt auf unserem Weg. Hier hat es einen ordentlichen Kampf gegeben, ne? Ja, komm, egal. Oder ist hier ein Friedhof? Einmal Karte. Schrottplatz ist hier, okay. Dann fliegen wir aber jetzt da weiter. Da müsste man ein voll ausgerüstetes Schiff haben für Schrott auseinandernehmen, ne? So. Ja, versuch mal im Hauptmenü F5, F6 oder F9 zu drücken. F9 geht nicht mehr, ist N. Das müsste aktualisiert werden. So, N-Raumjäger, Steuerer, Nanobot, Handelsposten. Gibt's nichts, was wir brauchen. M. Ah, das ist auch eine andere Fraktion hier, okay. Die Uimdum sind wir gut mit, auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal etwas. Es gibt ein Tor in Norden. Welches dieses dann ist. Fliegen wir hin, weil noch die Abkühlzeit immer noch sehr lange ist. So, nächster Sektor, neues Glück. Schauen wir mal rein. Was gibt's da? Ich will für ein Ausrüstungsdock. Waffenfabrikzulieferer. Oh, leider nicht das. Waffenfabrik gibt es ja auch noch. Ist sie das? Ja, was gibt's denn da? Ja, Geschütztürme bauen, da können wir selber welche bauen, aber wäre ja auch schön, wenn man sowas bauen könnte, ne? Wie, ne? So ein Kontrollsystem für Jäger. Karte aufrufen. Okay, da ist wieder so ein Stütz. Das geht nach da, das ist nicht weit. Wo ist das Tor hier? Das ist die Frage. Da unten ist eins. Ne, das ist das im Rücken. Dann ist da oben noch eins. Nordwesttor, das wird sein. Gucken, ob wir da schneller sind wie die 160 Sekunden. Ich denke schon. Sind jetzt noch 2,5 Minuten, dann sind wir doch auch am Tor, oder? Ja. Bei Weitem sind wir da eher. Neuer Sektor, neues Glück. Ausrüstungsdock, sehr gut. Aber das ist, glaube ich, hier wieder eine andere Fraktion, ne? Also die Fraktion, die wir schon mit zufrieden sind, kann das sein? Nee, doch nicht, das sind die. Ignorieren. Geschützturm, Kontrollsystem, Batteriebooster, Generator, Subsystem, Versandungsgeschützkontrolle, Auto, Geschützkontrolle und Radar, Abschirmer, Schildverstärker, Radarverstärker, nix. Ja, leider nicht das Richtige.
Und hier wird es das auch nicht geben, oder? Das sind alles die Jäger. Gut. Dann suchen wir das Tor in diese Richtung. Da unten ist eins. Nordost ist aber nicht das, was ich möchte. West, Nordwest, das hört sich doch so an, als ob das unser Tor ist. 68 Sekunden Abkühlzeit noch. Fliegen wir da mal so hin, ne? Schauen wir uns das da mal an. Wunderbar. Es gibt Subsysteme, die das undurchdringbar machen. Okay. Hier sieht es so aus, als ob hier nicht so ganz so viel ist. So, jetzt fällt mir gerade ein, dass wir vielleicht mal einmal hier alle fest installierte. Ja, alles fest installiert hat gut geklappt, ne? Nicht einen zum Wechseln drin, ne? Können wir diesen Detektor, den ich hier gekauft habe, 1019, Markierungsreichweite 10, Ausspielreichweite Sektor, Energieverbrauch 549 Megawatt. Kann nur einmal installiert werden. Wenn interessante Objekte gefunden wurden, ja. Und da ist noch einer, C74. Ich glaube, die Nummern haben keine Bedeutung, oder? Da ist auch noch einer, C70. 1098, 10907, 1098, ja. Achso, jetzt weiß ich, was der Thomas noch geschrieben hatte. Ich sollte mal nach den Slots gucken, hier, wie die 24 zusammenkommen. Die kommen definitiv durch dieses hier, ne? 10 plus 6 und haben wir noch ein zweites? Achso, das wäre hier. Aber wir haben hier noch eins drin, 725. Und da ist auch noch eins. 724. Haben wir noch eins? Nee, ne? Der Rest ist nicht. Aber hier ist ein C-Stufe aufdeckender Radarverstärker. Ne, der ist ein Radarverstärker. Das ist kein C19-Detektor. CX-Detektor nennen wir ihn ab jetzt, oder? Ja. Da ist das geklärt, ne? Diese drei sind das. Ja, gehen wir mal jetzt hier hin. Oh, das ist so ein kleiner Sprung nur dahin, ne? Ich nehme mal den da, weil ich glaube, dass diese Linie das ist. Aber wissen tue ich es auch nicht, ne? Und laden wir auf. Und weg sind wir. Dann schauen wir da nochmal gerade rein in den Sektor. Und sehen dann, dass wir nichts sehen. Ein Handelsposten mehr gibt es hier nicht. Super, oder? Sogar kein Tor. Also geht die Linie doch nicht hier hin. Aber wie wir sehen, es sind ganz viele Sachen da, ne? Also ganz viele Blipse hier. Schon der Hammer, oder? Ja, aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal hier Schluss erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.